Hallo Leute und willkommen zu meinem zweiten Haul, in dem ich Eco-Tankers zeige. Ich habe wieder bei Wasser aktuell bestellt. Und wahrscheinlich wundert ihr euch, warum ich denn schon wieder da bestellt habe. Ich werde es euch gleich nochmal näher erläutern, wenn ich das Päckchen aufhabe, weil ich glaube, es bedarf da schon ein bisschen einer Erklärung. So, und schon sieht man nicht mehr, von wem oder was das Päckchen ist. Okay, also diesmal haben wir ein paar mehr so kleine Päckchen. Ich habe nochmal so einen Reduzierverschluss drinnen. Hier ist dieser Polyloop-Verschluss, heißt der. Also so ein Loop-Dings. Dann haben wir hier einen monströsen Verschluss für die große, die ich schon habe. Zeige ich euch gleich nochmal näher. Und eine zweite 1-Liter Flasche mit einem Sportverschluss. Ich habe jetzt so ein Dreier-Set gekauft. Also es gibt so ein Set, da kriegst du eine 1-Liter Flasche mit drei Verschlüssen und einem Cooler. Da ist dieser Metallverschluss, den ich habe, nicht mit inbegriffen, aber eben diese drei. Und das Set ist, glaube ich, 6 Euro günstiger, wie wenn man alles einzeln kaufen würde. Und dann dachte ich mir, ach komm, das ist quasi wie ein Verschluss geschenkt und noch ein bisschen was. Also, genau. Weil ich hätte mir sowieso wahrscheinlich zwei Verschlüsse gekauft und dann wäre es fast das gleiche gewesen. Habe ich wieder die gleichen Infomaterialien. Die habe ich euch ja beim letzten Mal schon gezeigt. Und den Cooler. Jetzt habe ich den zweimal in dunkelblau. Ich finde dunkelblau ganz schön. Ich hätte beim letzten Mal vielleicht einen schwarzen bestellen sollen. Dann hätte ich jetzt zwei verschiedene. Aber egal. Genau. Und jetzt kombinieren wir mal die Sachen. Ich habe ja diese 2-Liter Flasche beim letzten Mal bestellt. Und ich habe halt gemerkt, dass der Verschluss doch einfach richtig riesig ist. Und ich da keine Chance habe, daraus richtig zu trinken, ohne dass ich alles verschütte. Und ich wollte eigentlich den Verschluss nicht haben, weil ich das irgendwie ein bisschen unpraktisch fand mit diesem Aufklappen. Und ich weiß nicht, ich bin nicht so jemand, der aus so kleinen Öffnungen so gerne trinkt. Also das ist mir zu groß, das ist mir fast zu klein. Aber ich dachte mir halt jetzt, ich kann halt daraus nicht richtig trinken, ohne dass ich alles verschütte. Das heißt, der andere Verschluss muss jetzt doch her. Ich hoffe, dass die mal einen anderen dafür erfinden. Vielleicht so ähnlich wie der Reduzierverschluss, dass man halt eine große Öffnung hat und einen Schraubverschluss für eine kleine Öffnung. Weil ich finde den hier nicht so cool. Aber ich glaube, ich brauche den schon, weil so ist es sicher angenehmer, daraus zu trinken. Aber ja, ich bin halt eigentlich so der Meinung, dass ich möglichst Plastik vermeiden will. Deswegen habe ich erst den Metallverschluss bestellt. Und der Metallverschluss ist sicher sinnvoll, wenn man halt irgendwie, die haben auf der Seite vorgeschlagen, dass man da zum Beispiel auch Reis oder sowas damit transportieren könnte. Und dann ist der Verschluss, denke ich, sinnvoller als der andere. Aber ja, ich werde es einfach sehen, wie das im Laufe der Zeit wird, wie ich das am besten benutze und so weiter. Ich denke, das zeigt einfach dann die Zeit und ja, ich finde, diese Metallflaschen sind halt eine Investition fürs Leben vielleicht sogar, steht ja sogar bei Eco-Tanker im Motto und deswegen habe ich mir jetzt beide Verschlüsse gekauft, weil ich da halt das meiste aus der Flasche rausholen kann und ja, ich habe die jetzt auch nicht zurückgeschickt, das habe ich mir auch schon überlegt. Weil mir die halt irgendwie voll unhandlich vorkommt, so zum Trinken. Die kriegt man halt nicht in einer Hand so richtig. Aber ich glaube schon, dass ich da einen Zweck dafür finde. Und genau, deswegen habe ich sie doch behalten. Weil ich meine, für eine 2-Liter Metallflasche ist sie gar nicht so teuer, würde ich mal sagen. Und ja, man hat sie ja lange. So, das ist das eine Thema. Kommen wir zu den zwei Metallflaschen, den 1-Liter Flaschen. Das ist jetzt die, die ich vorher schon gekauft hatte und das ist jetzt meine neue. Und
Wie ihr seht, habe ich die im Cooler drin, da ist auch gerade Wasser drin und diesen Bambusdeckel. Und so von der Handhabung und vom Design her finde ich diesen Deckel wesentlich schöner, aber praktisch ist halt manchmal doch ein anderer Deckel. Und jetzt erkläre ich euch mal, wieso ich noch eine zweite 1-Liter-Flasche gekauft habe. Ich hatte ja überlegt, also der Grund, warum ich mir überhaupt eine 2-Liter-Metallflasche kaufen wollte, war, dass ich im Sommer für 3 Wochen immer ins Ausland fahre mit meiner Pfadfindergruppe. Und diesmal geht es in die Türkei, Armenien und Georgien. Und wir backpacken, also wir reisen mit Rucksack und wandern jeden Tag und schlafen halt immer im Zelt. Das heißt, wir haben einen Zeltplatz, wandern bis zum nächsten Platz, wo wir unser Zelt aufschlagen, übernachten da wieder und so weiter. Und das Ding ist, dass man da halt immer viel zu trinken braucht, vor allem wenn man in solchen heißen Gegenden unterwegs ist. Und deswegen ist halt so das Limit, dass man halt 2 Liter mindestens mitnehmen muss in der Flasche. Und deswegen wollte ich halt eine 2-Liter-Flasche haben. Ich hatte davor eine von Nalgene, so eine Plastikflasche. Die fand ich jetzt nicht so cool, weil ich da aus Versehen mal ein bisschen Wasser drin gelassen habe. Und die stinkt jetzt total und ich mag das mit dem Plastik einfach nicht so. Und der Vorteil an Metallflaschen ist, die kann man als Wärmflasche benutzen. Also einfach heißes Wasser rein und dann in der Nacht halt als Wärmflasche benutzen. Da macht man halt dann irgendwie ein Tuch rum oder so, beziehungsweise irgendwelche Klamotten, weil es dann doch ein bisschen zu heiß ist, wenn es eine Metallflasche ist. Aber andere Geschichte. Jedenfalls ist es halt sinnvoll, eine Metallflasche zu haben, weil man sie als Wärmflasche benutzen kann. So, bei der 2-Liter-Flasche ist jetzt das Problem, dass wenn man die in den Schlafsack mitnimmt, dann hat man halt total viel Platz verloren. Weil ich meine, das ist so groß wie meine Handfläche und die ist halt ziemlich lang und breit und ich weiß nicht, wie man die da so gut mit reinnehmen könnte. Und das zweite Problem ist eben, dass die Öffnung so groß ist und ich finde die total unhandlich. Wenn ich die jetzt so aus meinem Rucksackfach an der Seite rausnehme zum Trinken, ich finde, das ist irgendwie total die unbequeme Haltung so mit der Flasche. Und deswegen, ja, habe ich mich gegen die 2-Liter-Flasche entschieden für diesen Zweck und habe mir dann überlegt, okay, ich habe eine 1-Liter-Flasche. Was mache ich dann? Nehme ich dann noch eine 1-Liter- oder 1,5-Liter Plastikflasche mit oder... Ja, wie mache ich das? Weil eine 1-Liter-Flasche hatte ich schon. Die finde ich total praktisch, handlich. Die passt gut in die Hand. Wenn man diesen Reduzierverschluss drauf hat, dann macht man halt einfach auf. Das ist jetzt der Sportverschluss. Den mache ich jetzt mal runter. Den finde ich irgendwie am wenigsten gut. Kriegt man das überhaupt da runter? Ja, okay. So. Den weiß ich nicht. Ich finde einfach dieses Zipperteil da, finde ich total, naja, eklig ist übertrieben. Aber ich glaube, ich werde das nicht so wirklich benutzen. Also, mein Plan ist jetzt, dass ich einmal diesen Reduzierverschluss nehme und einmal diesen Polyloop-Verschluss ohne diesen Karabiner. Wie kriegt man das denn ab? Will ich nicht. Geh runter. So. Und den Cooler, den lasse ich auch zu Hause, weil der zu schwer ist. Weil ich möchte ja Gewicht sparen. Also. Ich nehme jetzt, denke ich, diese 2 Flaschen mit, weil die eben handlich sind. Und einmal den Reduzierverschluss und einmal diesen Polyloop-Verschluss, weil der ist halt praktisch zum Trinken und Auffüllen. Also auffüllen würde ich es halt mit dem großen. Ah ja, da ist noch der Zettel drin. Ich zeige euch hier die Hinweise auf dem Zettel nochmal. Wenn ihr auf Pause macht, dann könnt ihr es vielleicht lesen. Das ist nämlich ganz interessant. Es sind ein paar Tipps drauf, Pflegehinweise und so weiter. Zum Beispiel eben, dass man die in den Geschirrspüler stellen kann, solange es die unlackierten Modelle sind. Und falls man Kalk drin hat, ein bisschen Backpulver reintun und warmes Wasser. Und ja, dass man halt die mit, wenn sie heiß ist, halt nicht direkt anfassen soll und solche Sachen. Und aus welchen Materialien sie sind und so weiter. Finde ich gut. Viele Infos findet man auch alles auf der Webseite. Also ja, wollte ich euch nur kurz mal zeigen. Dann zum Trinken einfach das Kleine aufmachen und eben trinken.
Und den hier finde ich halt, wenn man ihn als Wärmflasche benutzt, ein bisschen sicherer, weil es eben nur einen Dichtungsring hat. Und bei dem, ich denke schon, dass es dicht ist, aber ich weiß halt nicht. Und außerdem finde ich das ganz angenehm, wenn man die Flasche einfach so nehmen kann und irgendwie aus einem Fach rausziehen oder aus dem Rucksack rausziehen oder sonst irgendwie. Deswegen nehme ich halt, denke ich, diese Kombination mit. Und zwei Flaschen sind halt in dem Sinne auch praktisch, weil du eine zum Beispiel im Rucksack drin haben kannst und das andere außen am Rucksack. Das einzige Doofe ist halt, dass du immer darauf achten musst, beide aufzufüllen und nicht nur eine Flasche hast. Ich vermute mal, dass zwei kleine Flaschen wahrscheinlich schwerer sind wie eine große Flasche. Aber ja, und ich finde halt, wenn man sie in den Schlafsack nimmt, zum Beispiel ist das, was bei mir immer kalt ist, der Hintern. Und wenn ich die dann an den Hintern tue, dann ist die halt klein genug. Und wir können auch nicht immer ganz viel heißes Wasser machen. Das heißt, ja, man kriegt meistens halt eh nur eine 1-Liter-Flasche oder sogar weniger voll. Deswegen, ja, ich denke, das wird meine Kombination für meinen Zweck. Eventuell überlege ich mir doch mal noch einen anderen Verschluss. Aber der ist halt zu schwer. Ansonsten finde ich den am coolsten, weil man den halt irgendwie so voll gut so die Flasche einfach rausziehen kann irgendwie. Und von der Haptik und vom Design her gefällt es mir einfach am besten. Aber so finde ich es halt auch in Ordnung. Und ich habe halt festgestellt, dass die Flasche, die ich jetzt ja schon seit 2 Wochen habe, dass ich die eigentlich immer im Cooler drin habe, weil ich das Gefühl habe, dadurch ist es halt ein bisschen geschützt vor Stürzen, wenn ich sie halt mal irgendwie fallen lassen sollte oder so. Und vor Kratzern. Und es ist ja richtig heiß aktuell. Und ich habe sie jetzt ohne Cooler noch nicht draußen verwendet. Aber mit Cooler ist das Trinken auf jeden Fall nicht total heiß. Und das ist halt sehr angenehm. Deswegen habe ich mir jetzt noch einen zweiten Cooler dazu bestellt, weil ich mir dachte, okay, wenn ich den so regelmäßig verwende und die Flasche ständig drin habe, dann rentiert es sich auf jeden Fall, einen zweiten zu kaufen. Statt dass ich mir halt dann irgendwie nach einem Jahr denke, oh, hätte ich vielleicht doch einen Cooler mitgekauft. Und den dann bestelle, weil dann ist es halt teurer. Ich sehe nur gerade, dass der hier ein bisschen angerostet ist. Das finde ich natürlich nicht so cool. Oder das ist schon Rost. Hier, ich weiß nicht, ob man es richtig sieht. Hallo. Ich weiß nicht, seht ihr das? Da ist schon dieses Schwarze da ein bisschen braun geworden und diese Schlaufe. Sieht rostig aus. Sieht man, glaube ich, in der Kamera nicht so gut. Von der Seite vielleicht. Auf jeden Fall, ich denke, da werde ich mal den Kundensupport kontaktieren, weil das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ich meine, ich bestelle ja ein neues Produkt, weil ich es lange behalten möchte. Und naja, okay. Ich habe es jetzt auch schon am Finger, also auf jeden Fall Rost. Ja, okay. Aber ansonsten, ah ja, das wollte ich unbedingt noch erwähnen. Das ist unglaublich, wie schnell diese Flaschen da sind. Also, ich habe am Freitag um 5 Uhr früh habe ich die Bestellung rausgetan und im Laufe des Tages kam eine Versandbestätigung und dass am nächsten Tag, also am Samstag zwischen 7 Uhr und 10:30 Uhr das Päckchen da sein soll. Und das war es tatsächlich auch. Das heißt, es waren gerade mal ein bisschen mehr wie 24 Stunden, dass die da waren. Und es war letztes Mal auch schon so. Das heißt, das ist echt ein richtig großer Daumen nach oben. Ich weiß nicht, wie die es schaffen, aber das fand ich auf jeden Fall richtig gut. Und genau, ich folge denen inzwischen auch auf Instagram, weil ich die da gefunden habe. Und ja, ich bin bis jetzt zufrieden, bis auf das jetzt mit dem Rost. Und ich habe euch ja gezeigt, dass letztes Mal dieses Metalldings da gleich rausgegangen ist. Aber bis jetzt habe ich noch keine weiteren Probleme damit gehabt. Und ja, ich trinke ja jetzt schon seit 1 oder 2 Wochen aus der Flasche. Am Anfang habe ich die nicht so gescheit ausgespült, da hat es noch ein bisschen komisch geschmeckt. Aber jetzt inzwischen ist alles tipptopp und ich bin echt richtig zufrieden. Und genau,
Jetzt wisst ihr, wie das bei mir ist, warum ich mich für die Flaschen entschieden habe. Und vielleicht interessiert es euch ja, wie ich damit zurechtgekommen bin. Dann schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr irgendwie ein Update-Video dazu haben wollt, wie das jetzt funktioniert hat auf meiner großen Reise. Oder auch andere Sachen, die ihr wissen wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe übrigens auch Instagram. Das ist wie immer in der Infobox, genauso wie die Webseiten und so weiter, wo ich bestellt habe. Das würde mich voll freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und dann habt ihr hier an der Seite wie immer zwei alte Videos von mir, die ihr euch anschauen könnt. Und auf der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren. Beides würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Und tschüss!